Soziale Gerechtigkeit setzt hier voraus, dass alle Menschen gleichgestellt sind. Also egal, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung. Oh, das ist eine gute Frage. Was ist soziale Gerechtigkeit? Wenn man überlegt, wo hast du das so gut wie hier in Deutschland? Ich meine, es gibt so viele Sozialhilfen. Krankenversicherung, Altenvorsorge, keine Ahnung. Also ich fühle mich auf jeden Fall jetzt nicht ausgebeutet. Ich lebe in einem sozial gerechten Land. Was verstehen Sie denn unter sozialer Gerechtigkeit? Das ist eine gute Frage. Ja, dass alle Menschen finanziell gut zurechtkommen, nicht? Und nicht irgendwie noch arbeiten müssen, wenn sie 70 sind, weil sie nicht zurechtkommen und ihre Miete nicht bezahlen können. Das finde ich, müssen alle ausreichend Geld haben. Wir leben gearbeitet und kommen nicht zurecht, das ist unvorstellbar. Ich muss auch auf meine Rente achten, ne? Ich kriege ja sowieso keine mehr. Deswegen ist das ein bisschen doof. Also ich finde das Rechtssystem, was Sozialhilfe angeht und sowas, finde ich echt schlecht. Ich habe mein Leben lang Krankenkasse bezahlt und bin jetzt Rentner und muss trotzdem von meiner Rente Krankenkasse bezahlen und Pflegeversicherung. Und meine Tabletten muss ich selber kaufen. Es ist schwierig zu sagen, was ist überhaupt sozial gerecht? Sollen die Fleißigen immer mehr arbeiten und immer mehr Steuern zahlen? Gerechtigkeit, ja, wie wollen Sie das? Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, viele Leute tun ja auch nichts für sich, um das zu erreichen, dass sie im Alter klarkommen. Und das muss man ja auch mal erwähnen. Man kann nicht nur immer sagen, es gibt Arme und Reiche, aber man muss auch wissen, wie die arm geworden sind zum Teil. Wir können nicht alle gleich Geld bekommen. Also ein Einheitscheck im Monat, das gibt's nicht. Es geht nach Leistung. Dann sind Sie selber nicht in irgendeiner Weise benachteiligt? Nein, das bin ich nie gewesen. Ich habe einen sehr fleißigen, klugen Mann gehabt. Was ist denn für Sie soziale Gerechtigkeit? Soziale Gerechtigkeit ist, wenn die Deutschen nicht immer hinten anstehen müssen. Erst kommt die Flüchtlinge und dann lange nichts, dann kommen die Deutschen. So. Ausländer kriegen jetzt auch schon Schrebergärten. Ich habe mir einen Ausweis besorgen wollen. Dann heißt es, ja, erst mal warten. Ich habe aber mitgekriegt, Ausländer, die brauchen nicht zu warten. Die kriegen sofort einen Ausweis. Wir müssen 6 Wochen warten. Das ist doch scheiße. Was finden Sie denn am ungerechtesten gerade in Deutschland? Ich habe nichts gegen Ausländer, aber dass die Ausländer teilweise mehr kriegen als die Obdachlosen oder die ärmeren Deutschen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Themenschwerpunkt Soziale Gerechtigkeit. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff? Und weshalb versteht jeder etwas anderes darunter? Und stimmt es wirklich, dass es in Deutschland ungerecht zugeht? Na, zumindest Zündstoff genug für den Wahlkampf. Denn auch die Parteien werben in ihren Programmen mit diesem Begriff der Gerechtigkeit. Die CDU ist für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Und die SPD meint, es wird Zeit für mehr Gerechtigkeit. Sie erzählen vom selben Land, ihre Geschichten aber handeln von anderen Welten. Die Entwicklung unseres Landes seit 2005 ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Die Abstiegsängste nehmen zu und sozialer Aufstieg ist schwieriger geworden. Deutschland, ein Land, zwei Sichtweisen. Die Zahl der Erwerbstätigen ist in diesem Jahr mit 43,5 Millionen auf einem erneuten Rekordhoch. Millionen Arbeitnehmer werden in Leiharbeit, Werkverträgen und Dauerbefristungen zu Beschäftigten zweiter Klasse degradiert. Politik beginnt mit dem Erzählen einer Geschichte. Welche stimmt, hängt ab vom Blickwinkel, vom jeweiligen Vergleichsmaßstab. 3 Anmerkungen zum Megathema dieses Wahlkampfs: Gerechtigkeit. Erstens, die Ungerechtigkeit wird überschätzt. Fragt man die Deutschen, welches Bild sie von der Gesellschaft haben, kommt das hier dabei raus. Viele unten, wenige oben. Tatsächlich sieht die Gesellschaft so aus, mit einer starken Mittelschicht. Oder die Arbeitslosenquote, regelmäßig berichtet, trotzdem deutlich überschätzt, um mehr als 10 Prozentpunkte. Schließlich ordnen sich viele selbst unterhalb der Armutslinie ein. Nach offizieller Definition gilt nur jeder Dritte von ihnen als arm. Wir haben in dem Blick, den die Menschen auf die Gesellschaft haben, eine Einschätzung zu erkennen, die mit der Realität nicht übereingeht. Dieses Land ist
gleicher oder es ist nicht ungleicher geworden. Es ist stabil mit hoher Beschäftigung, geringer Arbeitslosigkeit, hohen Löhnen, gutem Wohlstand. Und die Menschen tun so, als ging es ihnen schlechter als 2005. Alles bloß ein Gefühl also, nur eine Fantasie, die mit der Realität nichts zu tun hat? Durchschnittswerte und Statistiken mögen nach oben zeigen, trotzdem nehmen viele Ungerechtigkeit stärker wahr. Das Gefühl wird genährt von Milliarden für Bankenrettungen, von Millionen für Vorstandschefs. Also, zweite Anmerkung, der Rat von Soziologen, dieses Gefühl sollte man ernst nehmen. Wir können nicht zu jemandem sagen, bitte habe nicht das Gefühl, sondern wir müssen uns fragen, wie kommt dieses Gefühl zustande? Und dann kommt es dadurch zustande, dass wir eine Ungleichheit in der Gesellschaft über die Zeit erzeugt haben, die in Zukunft noch größer wird, insbesondere durch die Vermögensverteilung und auch die Einkommen, insbesondere die Bonizahlungen. Insofern ist das kein Gefühl. Auch die gefühlte Armut ist eine faktische Armut. Ob gefühlt oder faktisch, von dieser Stimmung lebt der Wahlkampf des Martin Schulz. Er schlägt Korrekturen an der Agenda 2010 vor und das Land diskutiert mal wieder über eine Reform von vor über einem Jahrzehnt. Doch diese Diskussion verstellt den Blick. Streiten müssten wir über ein echtes Problem: mangelnde Chancengerechtigkeit. So bestimmt die soziale Herkunft zu 40% das spätere Einkommen, zu 50% gar den späteren Bildungserfolg. Aufstieg unwahrscheinlich. Bei der Aufstiegsmobilität ist Deutschland noch nicht da, wo es sein könnte. Die ist nicht zufriedenstellend. Es ist für Deutschland ein Skandal, diese Chancengerechtigkeit nicht zu haben. Ein Skandal für die Betroffenen selbst. Es ist ein Skandal, weil dadurch die Innovationsfähigkeit Deutschlands nicht genutzt wird. Deutschland, wie geht es dir? Zwei Erzählungen treten in diesem Wahlkampf gegeneinander an. Die entscheidende Frage wird sein, welche Geschichte überzeugt? Fakten gegen Stimmung. Auch wenn die allgemeinen Wirtschaftsdaten was anderes belegen, bleibt das Gefühl der Ungerechtigkeit. Rund 3 Millionen Menschen in Deutschland sind Multijobber. Besonders im Handel und im Service reicht der Lohn häufig nicht zum Leben. Sechs Uhr morgens. Claudia Petersen, wie sie genannt werden möchte, erwartet ein 16-Stunden-Tag. So wie immer. Frühstücken, Pausenbrote schmieren, den Tag koordinieren. Auch heute wird sie von einer Arbeitsstelle zur nächsten hetzen. Keine leichte Aufgabe, denn die 49-Jährige hat 3 Jobs, um ihre Familie zu ernähren. Ich brauche 2, 3 Jobs, damit ich überhaupt überleben kann. Mit meinen Kindern, das muss alles finanziert werden. Und mit meinem Hauptjob finanziere ich die Miete. Und dann war es aber auch schon. Mehr hätte ich nicht mal was zum Essen oder so. Also auch kein Auto. Oder. Um 7:30 radelt die Alleinerziehende mit den Zwillingen in die Schule. Dort arbeitet sie seit 12 Jahren halbtags im Sekretariat. Das ist ihr Hauptberuf. Hier ist sie fest angestellt. Ab mittags folgen dann die anderen Jobs. Kinderbetreuung, Putzen und Bügeln. Ja, 1 oder 2, je nachdem, ob ich Überstunden einsetzen will oder nicht, fahre ich dann wieder nach Hause. Und dann ist erstmal Ruhe und dann geht's halt weiter mit dem nächsten Job. Bei der Gewerkschaft befürchtet man, dass gerade in den Städten die Notwendigkeit zum Multijob weiter steigt. Heinrich Birner kennt die Tendenz. 40 Stunden schuften und dann noch einen Nebenjob. Ein Schicksal, das 2,4 Millionen Deutsche teilen. Für mich ist das krasse Beispiel immer das Beispiel der Erzieherinnen. Die arbeiten tagsüber in der Kita Vollzeit und müssen dann entweder am Wochenende an der Supermarktkasse noch arbeiten oder sie bedienen abends noch in einer Gaststätte. Das sind für mich unhaltbare und unzumutbare Zustände. Auch die gelernte Sozialpädagogin Romy Schneider hat 2 Beschäftigungsverhältnisse, um in München über die Runden zu kommen. Ich reinige bei einem meiner Kunden die Wohnung und dann fahre ich weiter zum Altersheim, wo ich eine demente Dame betreue. Ein Auto hat sie nicht. Sie muss die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. 16 Stunden verbringt sie deshalb pro Woche in Bus und Bahn. Die Nebenbeschäftigung als Reinigungskraft braucht sie dringend. Eine Agentur vermittelt ihr 20 unterschiedliche Arbeitsstellen pro Monat. Also der Zweitjob ermöglicht mir alleine schon mal dadurch, dass ich hier neu in München bin, eine bessere Ankunft. Und ich kann mir auf jeden Fall Sachen leisten, die ich mir sonst nicht leisten könnte.
Möbel natürlich, die mal ein bisschen besser sind. Es ist 12 Uhr und wieder steigt sie in den Bus. Weiter zum Hauptjob. Dort kümmert sie sich um eine demenzkranke Frau. Alltagsbegleitung nennt sich das. Die 49-Jährige ist für das Wohlbefinden der alten Dame zuständig. Sie liest ihr vor, geht mit ihr spazieren, hilft ihr beim Essen. Romy Schneider braucht viel Geduld und Zeit für die Pflege der dementen Dame. Ihre Arbeitszeiten richten sich ganz nach ihrer Patientin. Oft verpasst sie deshalb ihren Bus oder die Bahn. Was ich mir für mich wünsche, ja, vielleicht so viel Geld, dass ich mir auch mal einen Führerschein und ein Auto leisten kann, um schneller an den Orten zu sein. Das Leben wird gerade in Städten immer teurer. Gibt es Lösungsvorschläge? Wir diskutieren auch sehr viel über die Frage, ob wir in den Ballungsräumen einen Hochpreiszuschlag brauchen oder einen Ballungsraumaufschlag, weil ein Lohn, der in Mecklenburg-Vorpommern gezahlt wird, der reicht eben in München nicht. Claudia Petersen ist seit der Trennung von ihrem Mann gezwungen, mehrere Jobs zu machen. Die 49-Jährige lässt sich seither ständig Neues einfallen, wie Bügeln für die Nachbarschaft. Die Kunden bringen mir die Wäsche, das ist der Luxus. Und ich liefere sie dann zu denen zurück, wenn ich dann gemacht habe. Das ist dann meine Nummer, weiß ich nicht, Nebenjob. Trotz der vielen Jobs hat sie ihr Leben lang viel Wert auf Sport und Bewegung gelegt. Seit 2 Jahren ist das alles anders. Die 49-Jährige hatte 3 Herzinfarkte und muss regelmäßig Medikamente nehmen. Die vielen Arbeitsstellen bringen sie ans Ende ihrer Kräfte. Für ihre 3 Söhne ein Schock. Die Zwillinge waren zu Hause beim jüngsten Infarkt. Oliver erinnert sich noch genau. Am Tag waren wir noch in der Waschstraße und im Wildpark. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, sind Niki und ich halt nach oben und haben Tablet gespielt. Und die Mama lag halt dann unten. Sie muss sich neu sortieren, bis heute den geliebten Sport aufgeben. Einen Gang runterschalten. Ich denke, ich habe die 3 Infarkte bekommen, weil ich zu viel tue. Ich fühle den Stress selber nicht, muss ich auch zugeben. Um 17 Uhr tritt Claudia Petersen den letzten Job des Tages an. Putzen. Insgesamt reinigt sie 4 Häuser. Mehrmals pro Woche, auch samstags. Jammern ist ihr Ding nicht. Und ihre Wünsche sind nicht materiell. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Dass meine Kinder gesund bleiben und dass ich es vielleicht auch noch eine Zeit lang schaffe. 1 Tag, 4 Jobs. Endlich kann sie nach Hause fahren. Dort warten schon ihre hungrigen Kinder. Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. 99% aller Unternehmen sind Mittelständler. Sie erarbeiten über die Hälfte der Wertschöpfung. Sie stellen 60% der Arbeitsplätze und über 82% der betrieblichen Ausbildungsplätze bereit. Mein Name ist Gabi Braun und ich bin seit 26 Jahren selbstständige Friseurmeisterin hier am Ort. Gabriele Braun ist also seit 26 Jahren Kleinunternehmerin, kann man so sagen. Hat sich in der Zeit für Sie was als Unternehmerin verändert in den letzten Jahren? Ja. Also ich habe seit 15 Jahren habe ich das verändert. Ich bin also vom chemischen Friseur auf den Naturfriseur gegangen, um mich halt von der breiten Masse auch abzuheben. Weil die Konkurrenz einfach zu groß ist in der Branche. Genau, weil die Konkurrenz viel zu groß ist. Und da muss man halt eben sich überlegen, was mache ich? Masse, Klasse, was finde ich besser? Und die Klasse war dann in dem Moment für mich wichtiger. Sind Sie denn im Alter abgesichert als Kleinunternehmerin? Bei Krankheit, die plötzlich kommt, also ich meine jetzt keine Grippe, sondern dass man einfach nicht mal weitermachen kann. Also wenn ich mir über die Berufsgenossenschaft was zuziehe, das heißt hier im Betrieb falle, dann bin ich über die Berufsgenossenschaft abgesichert. Ansonsten habe ich nur eine kleine Rente und das Haus ist meine finanzielle Absicherung. Also schon so eine kleine Gratwanderung finanziell, ja, immer, oder? Immer. Müssen Sie dann rechnen am Ende des Monats? Ja, immer. Also ich muss immer rechnen. Das große Haus, der Laden, ich muss immer rechnen. Also auf die hohe Kante können Sie nichts legen? Nein, auf die sogenannte hohe Kante, da liegt nichts. Und wenn Sie in dem Salon investieren müssen? Dann muss ich immer wieder die Bank bitten, mir das vorzuzahlen und ich zahle es dann in kleinsten Monatsraten ab. Außer Frisieren und Haare pflegen haben Sie dann noch? Genau. Es geht ja hier immer weiter. Genau. Viele Räume, so klein wie das vorne aussah. Ja.
mache ich auch noch Kosmetikbehandlungen für Sie und für ihn genauso. Jede Haut braucht die Pflege. Und halt die Kunden mögen das halt, dass sie einmal zu mir kommen und haben dann Haare sowie Haut abgedeckt. Bei vielen ist es auch so, dann mache ich die Pflanzenhaarfarbe drauf und dann legen sie sich hier also hin. Also diese Orientierung und dieses weite Streuen in alle Bereiche ist dann schon wichtig für die Existenz hier, oder? Ja. So verstehe ich das gerade. Ja, genau. Also dieses mit den Naturprodukten arbeiten, passt einmal ja wunderschön hierhin, aber es hebt mich halt eben auch ab von vielen anderen. Was wünschen Sie sich von den Politikern, damit es Ihnen als Kleinunternehmerin besser geht oder damit es einfacher wird? Damit die ganze steuerliche Seite einfacher wird, für Handwerker einfacher wird, die nicht eine Ausbildung gemacht haben zum Steuerberater oder zum Verwaltungsfachangestellten oder was auch immer. Hier in Remagen, da war ein junger Metzgermeister, der ein Schild an die Türe gehangen hat. Arbeitsmäßig ja, aber ich komme mit der Buchhaltung nicht klar. Das kostet mich zu viel Zeit und Energie. Ich höre auf, ich schließe meinen Laden. Und so sieht es bei vielen Handwerkern aus. Wenn sie nicht gerade eine Frau haben, die die ganze Buchhaltung macht. Aber die, die es selber machen, für die ist total schwierig. Weil es dann einfach zu lang ist, ne? Genau. Mal überlegt, in eine Kette zu wechseln, dann hätten Sie die ganzen Sorgen nicht. Stimmt, dann hätte ich die Sorgen nicht, aber dann könnte ich auch nicht mehr so arbeiten, wie ich will. Also Arbeit ist für Sie Hobby, nicht nur Geld verdienen. Genau, also ich liebe meine Arbeit. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, nicht weit von der Arbeitsstätte, ist für viele Menschen sehr wichtig. Doch die Suche gestaltet sich in Deutschland immer problematischer. Besonders schwierig ist es für diejenigen, die in Großstädten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg oder Köln arbeiten und wohnen wollen. Aber auch in kleineren Städten ist der Wohnungsmarkt inzwischen oftmals angespannt. Familie Dreier aus Düsseldorf muss auf engstem Raum klarkommen. 74 Quadratmeter für 4 Personen, ein halbes Zimmer für die Tochter, die andere Hälfte für den Sohn. Dafür zahlen sie pro Monat 675 Euro warm. Sie würden gerne in eine größere Wohnung ziehen, aber sie finden keine. Also man bekommt hier gar keine Wohnung mehr. 4-Zimmer-Wohnung ist unmöglich in der Preisrichtung, die ich bezahlen könnte. Was würden Sie denn bezahlen? 800 warm. Also das ist bei mir schon die Grenze mit meinem Lohn und meine Frau sein Lohn. Mehr ist nicht drin, sonst hätten wir nichts mehr zum Leben. Was Mietpreise angeht, gehört Düsseldorf zu den Spitzenreitern in Deutschland. Doch nicht nur hier explodieren die Preise. Innerhalb der letzten 10 Jahre sind die Mieten in den Ballungsräumen rasant gestiegen. Mieter müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Nicht nur Geringverdiener, auch Haushalte mit mittlerem Monatseinkommen von 2.100 Euro können die Preise in den Metropolen nicht mehr zahlen. Eigentlich sollte die von Schwarz-Rot eingeführte Mietpreisbremse diese Entwicklung stoppen. Aktuell gilt sie in 313 Städten. Dort darf die Neumiete höchstens 10% über dem ortsüblichen Mietspiegel liegen. Allerdings gibt es viele Ausnahmen und deshalb steigen die Preise trotz Mietpreisbremse, klagt der Deutsche Mieterbund. Um den Wohnungsmarkt zu entspannen, müsse dringend gebaut werden, nicht nur im Hochpreissektor, sondern vor allem Sozialwohnungen. Die Anzahl der Sozialmietwohnungen reicht bei weitem nicht. Sie liegt inzwischen bei etwa 1,4 Millionen in ganz Deutschland. Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts lag sie bei 3,5 Millionen. Und das war nur die alte Bundesrepublik. Das heißt, sie ist in der Zwischenzeit erheblich abgeschmolzen. Zwar sind die Bundeszuschüsse für sozialen Wohnungsbau auf mittlerweile 1,5 Milliarden Euro erheblich aufgestockt worden. Vielerorts wird auch gebaut. Trotzdem ist die Baubilanz noch weit entfernt vom tatsächlichen Bedarf. 1 Million Wohnungen fehlen insgesamt, schätzen Experten. Und das sei nicht nur eine Frage des Geldes. Das Hauptproblem ist, wir haben zu wenig Bauland in den Städten und zu wenig Personal, um neues Bauland auszuweisen. Gleichzeitig haben wir dort, wo es Bauland gibt, Bürgerproteste gegen Neubau. Wie schwierig es für eine Kommune ist, Neubaugebiete auszuweisen, zeigt das Beispiel der Stadt Freiburg. Auf dieser Fläche in Dietenbach will die Stadt 5.500 neue Wohnungen bauen, um den Wohnungsmarkt zu entspannen. Doch es gibt viele Proteste von Bürgern. Vor 5 Jahren wurde die Idee im Rat geboren. 5 weitere wird die Realisierung noch dauern, schätzt der Bürgermeister. Wir haben zu wenig Flächen, wir haben eine kritische Bürgerschaft.
Und wir haben natürlich ein Planungsrecht, was mittlerweile so umfassend ist, dass man 1000 Gutachten braucht, bis man tatsächlich planungsrechtlich so auf der sicheren Seite ist, dass man auch vor Gericht dann besteht. Das Beispiel Freiburg steht stellvertretend für den Rest der Republik. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen in den Städten auf Jahre nicht gedeckt werden kann. Auch in Bonn mangelt es an sozialen Wohnungen und die Mietpreisbremse scheint auch nicht ganz zu funktionieren. Warum das so ist, erfahren wir vom Herrn Wiesner, der Stadtbaurat der Stadt Bonn. Warum so wenig Sozialwohnungen? Also es gibt insgesamt in Bonn natürlich ein Wohnungsproblem. Natürlich deswegen, weil wir eine sehr stark wachsende Stadt sind. Und die Bautätigkeit kommt dem Wachstum sozusagen nicht nach, hält nicht Schritt. Und der Anteil der Sozialwohnungen, die man eigentlich bräuchte, wächst dementsprechend auch nicht mit, sondern im Gegenteil, er sinkt sogar aktuell, weil viele Wohnungen, die in der Vergangenheit errichtet wurden, aus der sogenannten Bindung fallen. Wie viel stehen bei Ihnen auf der Warteliste, die eine Sozialwohnung brauchen? Wir wissen aus unserem Sozialamt, dass ca. 3000 Anfragen pro Jahr existieren. Mhm. Da kann man nicht überall eine Lösung leider anbieten. Aber es ist sogar so, dass wenn man mal betrachtet, wie viele Menschen eigentlich Anspruch hätten auf einen Wohnberechtigungsschein, die Nachfrage noch viel, viel größer sein müsste. Mhm. Aber diese 3000, das ist das, was wir konkret wissen. Wir haben uns hier getroffen, in einem Gebiet, da haben Sie was mit vor. Hier sind alte Wohnungen, alte Wohnblöcke aus den 50er Jahren. Und da soll jetzt was Neues passieren. Erzählen Sie uns mal, warum, was wollen Sie machen, wer soll hier einziehen? Ja, das hier ist eine typische 50er-Jahre-Siedlung. Die Häuser gehören der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Febowag. Und wie man auch von außen sieht, nagt der Zahn der Zeit. Mhm. Sie entsprechen eigentlich auch nicht mehr heutigen Wohnstandards. Man kann schon am Eingang sehen, Barrierefreiheit ist ein Thema. Ja, man sieht, wenn man genau hinschaut, ein Sockelgeschoss. Innen ist also noch mal eine Treppe. Mhm. Die ersten Stufen notwendig, um schon ins Erdgeschoss reinzukommen. Die Energiestandards sind heute natürlich auch ganz andere. Und das ist für unsere Wohnungsbaugesellschaft dann auch eine Wirtschaftlichkeitsfrage, lohnt sich das jetzt sehr aufwendig, hier diese heutigen Standards herzustellen oder macht man etwas anderes? Deshalb ist die Überlegung, diese Gebäude abzureißen und durch neue, moderne zu ersetzen und dabei auch so ganz nebenbei die Anzahl der Wohneinheiten zu steigern. Wie viele Wohnungen gewinnen Sie dann hier? Also die Planung zeigt, wir haben im Bestand etwas über 50 Wohnungen und die Neubauplanung ist auf 104 ausgelegt. Auf 104, also das verdoppelt sich quasi. Ja. Wenn Sie das jetzt abreißen, müssen ja auch die Leute irgendwo hin, die jetzt hier wohnen. Und können die dann nochmal dann zurück oder sind es dann andere, die hier einziehen? Die Wohnungsbaugesellschaft wird dann mit den Leuten sprechen, wird zunächst mal Ersatzwohnungen anbieten. Vielleicht möchten dann auch die einen oder anderen Familien dauerhaft umziehen in andere Möglichkeiten, die geboten werden. Und dann kann sukzessive Haus für Haus sozusagen abgerissen neu gebaut werden. Das muss man dann planen, aber es wird sozusagen niemand auf die Straße gesetzt. Wir haben natürlich mehr Projekte. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir in Bonn insgesamt zwischen 1000 und 1500 neue Wohneinheiten generieren. Mhm. Unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft schafft davon nur einen kleinen Teil. Das ist auch klar. Deshalb gibt es seit März diesen Jahres einen Ratsbeschluss für ein sogenanntes Bonner Wohnbaulandmodell, sodass wir Bebauungspläne, die mehr als 25 Wohneinheiten hinterher ermöglichen, nur dann aufstellen, wenn es einen Vertrag gibt, einen städtebaulichen Vertrag mit einem Investor, der garantiert, dass 30% geförderter Wohnungsbau hergestellt wird und 20% sogenannter preisgedämpfter. Das heißt, das werden dann auch noch mal Mieten sein, die deutlich unter 10 Euro sein müssen in Bonn. Ja. Und dann kann man sagen, dass die Hälfte der dann neu errichteten Wohnungen, jedenfalls per Bebauungsplan neu errichteten Wohnungen, dann auch genau dieses Segment bezahlbaren Wohnraum bedienen. Vielleicht zum Schutz, was ist für Sie soziale Gerechtigkeit, ist unser Thema? Ja, ich denke, soziale Gerechtigkeit ist, dass am Ende keiner auf der Strecke bleibt. Es wird nicht jeder Luxuswohnen haben können mit Quadratmeterpreisen im Einkauf von 5000 Euro.
Aber heute braucht jeder eine anständige Wohnung mit einem Standard, der ja, der heutigen Zeit angemessen ist. Wir sind die Familie Ink, Daniela und Sascha. Wir haben 4 Kinder und werden in Kürze hier in dieses schöne Haus ziehen. Eine bezahlbare Wohnung in Köln finden mit 4 Kindern. Wie schwierig ist das? Fast unmöglich. Also es ist auf jeden Fall mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, mit sehr viel Rennerei und sehr viel Lauferei, es sei denn, man hat Glück, so wie wir. Was hatten Sie für ein Glück? Wir haben das Glück gehabt, dass der Pfarrer Meurer uns den Kontakt zum Herrn Kirschbaum vermittelt hat. Wir sind schon sehr lange in seiner Gemeinde und er wusste um unser Problem des bezahlbaren Wohnraums mit 4 Kindern und hat dann diesen Kontakt zum Herrn Kirschbaum vermittelt. Sie haben 4 Kinder, wie alt sind die? Richtig, wir haben 2 Jungs, 2 Mädchen, die sind jetzt 6, 8, 11 und 15 Jahre alt. Aber Sie sind beide schon berufstätig? Ja, meine Frau ist Vollzeit, ich bin in Teilzeit, beide berufstätig, ja. Würden Sie mir sagen, wie viel Sie im Monat zur Verfügung haben und was können Sie an Miete abzahlen oder abdrücken? Ja, also verdient haben wir zusammen gerechnet, netto 2.450 Euro. Unsere künftige Miete wird betragen 1.400 Euro. Und ja gut, kommt noch Kindergeld dabei, aber man muss natürlich trotzdem dann rechnen und schauen, was Priorität hat, was keine Priorität hat, wie man die Finanzen verteilt, sage ich jetzt mal. Also Sie müssen schon jeden Monat gucken, dass am Ende was übrig bleibt? Wir müssen jeden Monat rechnen und wir schöpfen natürlich auch die Möglichkeiten aus, die jeder Kölner Bürger zur Verfügung hat, egal ob jetzt 2, 4 oder 6 Kinder. Es besteht die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen zum Beispiel. Das haben wir getan und somit halt auch einen Teil der Miete unterstützt von der Stadt Köln halt auch leisten zu können. 4 Kinder, 2 Berufstätige, zwar nur 2.400 plus Kindergeld. Fühlen Sie sich in der Gesellschaft, wo fühlen Sie sich in der Gesellschaft angesiedelt? Unten, in der Mitte? Also schon in der Mitte. Also ich glaube nicht, dass wir gesellschaftlich sehr weit unten stehen. Wir sind auch nicht besonders weit oben. Ich fühle mich mit meiner Familie in meiner jetzigen Situation auch wohl. Was halt anstrengend ist, ist einfach, dass man, wenn man so viele Kinder hat, Betreuungsangebote etc., das ist halt alles immer sehr schwer zu organisieren und das kriegt man ohne Hilfe definitiv nicht hin. Mhm. Alleine die Sommerferien, wenn man überlegt, also Urlaub fahren mit 4 Kindern ist logistisch bzw. finanziell nicht machbar. Und wenn es das Höfiland in Höhenberg nicht gäbe, dann hätten wir das Problem, dass wir 6 Wochen Sommerferien abdecken müssen. Und das macht kein Arbeitgeber mit. Mhm. Also müssten wir uns entweder die Sommerferien aufteilen und hätten als Familie keinen Urlaub. Oder wir können halt das Höfchen in Anspruch nehmen. Unsere Kinder haben 3 Wochen Urlaub. Zwar nicht am Meer oder in der Türkei, aber Urlaub. Mhm. Und danach hat die Familie 3 Wochen Urlaub. Dann schauen wir uns jetzt den Mann an, der den Luxus hier diesen jungen Leuten erlaubt. Herr Kirschbaum, Sie sind eigentlich Lehrer. Und jetzt sind Sie in Immobilien eingestiegen. Oder sind Sie Samariter, dass Sie so einer netten Familie dieses wunderbare Haus hier zur Verfügung stellen? Nein, die Zinsen sind zurzeit sehr günstig. Ich hatte Kapital noch übrig und da war das eben geplant, dass was Vergleichbares für kinderreiche Familien oder was Ähnliches zustande kommt. Mhm. Ja, und ich bin kein Samariter, sondern das kann man alles ausrechnen durch die niedrigen Zinsen. Und bei 80% Fremdfinanzierung habe ich praktisch Kosten pro Quadratmeter etwa 8,20 Euro. Können Sie sich dann vorstellen, jetzt das immer weiterzumachen, so als zweites Standbein? Mein Kapital ist zu Ende jetzt. Ne? Die beiden Reihenhäuser, das reicht jetzt. Ne? Mhm. Und beide für kinderreiche Familien? Ja, die andere hat 7 Kinder. Und warum kinderreiche Familien? Ja, weil das 148 Quadratmeter ist und das muss ja nicht 3 oder 4 Personen sein. Ne? Können Sie sich vorstellen, auch ein älteres Ehepaar da wohnen zu lassen mit wenig Rente? Ja, dann müssen wir nur Parterre haben, ja. Also das ist ja nicht barrierefrei. Mhm. Das wäre natürlich möglich, aber das ist von der Grundstücksgröße ja nicht machbar. Mhm. Vielleicht zum Schluss, unser Thema heißt soziale Gerechtigkeit. Was ist für Sie soziale Gerechtigkeit? Ja, das ist ein weites Feld, ja. Das haben wir gemerkt. Nein, aber man muss diese Dinge ausgleichen, sage ich mal. Also wenn man Geld hat, kann man das investieren. Und ich sagte ja schon, ich bin kein Samariter, das trägt sich praktisch selber und ist eine langfristige Sache. Und Sie haben aber bei Immobilien mitbekommen, die Preise steigen unentwegt. Wir hatten also von 2015 auf 16, 15% Preissteigerung bei Immobilien in Köln.
Das heißt also, der Wert wird automatisch auch noch steigen, mhm. auch ohne besondere Rendite. Herr Meurer, Sie haben den Kontakt gemacht? Ja, der Kirschbaum ist für mich ein Vorbild für alle Kapitalisten. Er ist nämlich ein rheinischer Kapitalist. Das heißt, er will Profit machen, den hat er ja auch, aber ist auch bereit, für soziale Gerechtigkeit einzustehen. Und beides zusammen ist ein gesunder Kapitalismus, für den ich auch stehe. Ich kann nur sagen, mehr von solchen Leuten und Deutschland verändert sich. Meinen Sie, dann gibt es nicht mehr diese Wohnungsnot und allen geht es besser oder etwas besser? Die Wohnungsnot kann nur weg. Wir brauchen 80.000 Wohnungen in Köln, wenn sich Menschen mit ihrer Investition engagieren. Das kann nicht der Staat machen, sondern macht im Kapitalismus der Unternehmer. Und er ist ein super Unternehmer. Ja, aber Köln hat 1 Million Einwohner. Ist es der einzige in Köln? Nein, es ist nicht der einzige, aber es fängt immer mit Vorbildern an. Und er ist ein Vorbild. So, die Kleiderkammer ist für Sie immer noch Anlaufpunkt? Sie haben natürlich ja jede Menge gefunden. Natürlich, also wir machen es so, das, was bei unseren zu klein ist, bringen wir der Frau Gau und dafür kriegen wir dann im Gegenzug die Sachen, die aktuell unseren passen. Mhm. Von daher ist das eine Win-Win-Situation für beide. Und die Kinder haben keine Probleme, dass sie Sachen aus der Kleiderkammer haben, so im Nein. Kindergarten, in der Schule? Also unsere Kinder kennen es nicht anders. Also wir haben immer schon Secondhand eingekauft und auch aus der Kleiderkammer. Die waren auch schon mit hier. Das ist für die völlig normal. Man kann sich hier auch anschauen, es ist ja nichts dran. Es ist, das ist völlig in Ordnung. Es ist gute Kleidung und das wird ja dann auch nicht so kommuniziert zu Hause, das kommt jetzt aus der Kleiderkammer oder ihr müsst die Sachen von irgendwelchen anderen Leuten auftragen. Die Kinder freuen sich, wenn es schöne Kleider sind und ziehen es auch gerne an. Was wäre für Sie Luxus, wo Sie sagen, das würden wir uns gerne leisten, können wir aber nicht, obwohl wir beide arbeiten? Das ist der Urlaub. Ein Urlaub. Also einfach mal zu sagen, eine Woche ans Meer zu fahren, die Seele baumeln lassen, einfach mal loslassen. Auf einen Campingplatz. Da muss man dann. Campingplatz am Meer. Ja, muss man halt Prioritäten setzen und andere Sachen erstmal bedienen finanziell und dann bleibt sowas. Das ist was Großes. Gibt es auch kleine Sachen? Was weiß ich, ins Kino, Bötchenfahrt, Tretboot, Kirmes, was auch sehr teuer ist, weiß ich nicht. Doch, solche Sachen werden gemacht, aber die müssen, dann muss halt vorher eingespart werden. Dann muss man das, muss man halt planen. Also 6 Personen auf die Kirmes kostet ja schon was. Ja, also wir waren jetzt letzte Woche zum Beispiel im Kino mit 6 Personen und dann möchten die Kinder natürlich auch ein Popcorn und ein kleines Getränk. Und das geht dann schon ins Geld und dann muss man halt schon rechnen. Mhm. Was ist denn für Sie soziale Gerechtigkeit? Soziale Gerechtigkeit ist für mich persönlich, wenn man Leistung bringt und die auch dann ordentlich vergütet bekommt, beziehungsweise wenn einer gibt und der andere nimmt. Also ich habe keine finanziellen Möglichkeiten. Ich kann halt nur mit Kinderkleidung oder mit ausrangierten Möbeln oder irgendwas helfen. Ich habe keine finanziellen Mittel, im Gegensatz zum Herrn Kirschbaum. Und ich helfe auf meine Art dann so, indem ich halt die Sachen zur Verfügung stelle oder halt helfe im Viertel oder die Krabbelgruppe mache. Die Krabbelgruppe hat sie gemacht oder dass man im Höfiland mithilft und es halt für ganz viele Kinder möglich macht, so eine Kinderfreizeit zu haben. Aber ich sehe es auch, soziale Gerechtigkeit ist für das, was man leistet, auch ordentlich entlohnt zu werden und dass man dann auch, wenn man ordentlich leistet, auch die Möglichkeit hat, sich selber was zu leisten. Gibt es da schon mal Wut auf die da oben? Auf die da oben ist mir zu pauschal. Also es gibt dann schon Machen Sie es konkret. Es ist einfach die Wut der Ungerechtigkeit, dass das, was man leistet, nicht gewürdigt wird oder nicht richtig finanziell entlohnt wird. Und dass es eher so ist, dass Löhne und Gehälter immer weiter sinken und minimiert werden sollen und den Rest, damit man am sozialen Minimum ist, sich dann beim Staat holen muss. Aber dass man dann trotz Leistung quasi nur am sozialen Minimum rumkrapselt. Ich würde mir einfach wünschen, ich gehe arbeiten, er geht arbeiten und wir könnten unsere Familie alleine versorgen, ohne dass ich irgendwen um Hilfe bitten müsste. Aber es geht nicht. Und wir sind nicht die Einzigen, bei denen das so ist, obwohl wir 4 Kinder haben. Also ich kenne auch Familien mit 2 Kindern, wo beide Elternteile arbeiten gehen und es einfach nicht machbar ist.
Herr Pfarrer Meuer, das ist ja hier eine wahre Fundgrube. Haben Sie denn die Leute, die das brauchen hier? Ja, natürlich. Es ist dafür da, um Familien zu unterstützen. Zum Beispiel heute haben wir wieder an 500 Familien Lebensmittel ausgegeben. Hinter Ihnen sehen Sie all die Kästen, die wir von der Brotfabrik heute geholt haben. Kommt natürlich auch die Kölner Tafel. Aber viel wichtiger finde ich, kaufen Sie mal ein Fahrrad. Kinderräder haben wir im Moment viel, viel zu wenig. Erwachsenenräder ja, aber ein Fahrrad kaufen können Sie als kinderreiche Familie ja nicht. Zusätzlich natürlich selbstverständlich müssen Kleidungsstücke ran, um Familien zu unterstützen. Also wir überlegen immer, was nutzt den Leuten. Da hinten sehen Sie einen Gabelstapler, da machen viele Jugendliche den Gabelstaplerführerschein, vor allen Dingen türkischstämmige. Die Familien, die zu Ihnen kommen und Fahrrad wollen und. Sind das alles arme Familien? Wie würden Sie es denn... Also, wir unterscheiden nicht. Auch bürgerliche Familien, die gibt es bei uns aber selten, bekommen selbstverständlich ein Fahrrad oder was sie wollen oder einen Schulranzen. Die kosten ja heute bis zu 200 Euro. Oder jedes Kommunionskind kriegt ein Kommunionkleid oder einen Kommunionsanzug. Aber extra nicht die Armen als arm rausstellen, sondern wer das will... Wunderbar, denn Familien machen die beste Investition, die man überhaupt machen kann für uns alle. Im Jahr 2035 hat jeder Zweite keine Kinder. Wer will Sie und mich pflegen, wenn wir kinderlos bleiben? Also das heißt, wir müssen das unterstützen, was unsere Zukunft sichert. Sie sind fast 25 Jahre hier in der Gemeinde. Finden Sie, dass sich das geändert hat, der Sozialstatus der Leute? Ein großes Problem ist, dass es kaum Wohnungen gibt. Normale Familien kriegen keine vernünftige Wohnung. Wenn ich mal sehe, zum Beispiel unsere Sekretärinnen haben beide zwei Kinder, aber eine vernünftige Wohnung, gar jedes Kind ein Zimmer, ist überhaupt gar nicht dran zu denken. Hier muss die Politik unbedingt Gas geben, von Eigenheimen, an die man mal rankommt, ja nicht zu sprechen. Meine Eltern haben das geschafft, das waren andere Zeiten, wir hatten vier Kinder. Aber das gibt's heute nicht mehr. Also da sind die Ideen zum Beispiel... auf die Grundsteuer zu verzichten, wenn Familien bauen. Genau das Richtige. Also die Politik muss ran oder muss auch die Solidargemeinschaft sich ändern? Ja, natürlich. Solidarität heißt ja, ich mache etwas, wozu ich nicht verpflichtet bin. Im Kern geht es um Befähigungsgerechtigkeit. Amartya Sen, der Wirtschaftsnobelpreisträger, sagt, Befähigungsgerechtigkeit heißt, den Menschen eine Chance zur Mitwirkung zu geben. Wir haben in Deutschland 7,6 Millionen funktionelle Analphabeten. Die können drei Wörter schreiben, aber keine Zusammenhänge verstehen. So, und das sind 10% aller Deutschen, die müssen wir auch integrieren. Arbeit ist genug da, ob über Grundeinkommen, ob über 1-Euro-Jobs. Aber in der Pflege, in der Kinderbetreuung, im Kindergarten ist jede Menge Arbeit da. Das heißt, der Kapitalismus muss sich einfach weiterentwickeln. Und da brauchen wir viel Hirn. Wir müssen beten, Herr J., schmeiß Hirn vom Himmel. Es ist keine Frage der Erkenntnis, sondern eine Frage der Umsetzung. Man muss sich also einen Ruck geben. Alle? Ja, natürlich alle. Vor allen Dingen aber zuerst mal die, die dazu die Zeit haben. Also die noch Ressourcen haben, die Rentner zum Beispiel, finde ich unglaublich wichtig. Die sollen nicht dauernd Kreuzfahrten machen, sich bespaßen. Die sollen sich engagieren, die sollen vorlesen, die sollen mit den Kindern Mathe üben, die sollen die Basics vermitteln. Und ein strahlendes Kinderlächeln ist doch viel besser als ein T-Bone-Steak irgendwo mitten am Mittelmeer. Aber es gibt auch arme Rentner. Ja klar, aber zum Glück noch nicht so viele. Es wächst aber die Altersarmut. Wissen wir alle, haben wir erkannt. Wir müssen jetzt was dran tun, nicht erst, wenn die Ersten unter der Unterführung liegen und sterben. Soziale Gerechtigkeit für Sie als Christ, als Pastor? Soziale Gerechtigkeit heißt, ich arbeite daran mit. Das heißt, vom Überfluss gebe ich sowieso jede Menge, aber am besten wäre, wenn man auch die Substanz teilt. Also zum Beispiel bei uns ist alles immer Sünds, wie man in Köln sieht. Man kann nichts bezahlen. Ein Pfarrfest, wo man etwas verkauft, schließt sofort die Armen, die Freunde Jesu aus. Die können erst gar nicht hinkommen. Wir müssen also ein Zeichen dafür setzen, dass wir aus dem Blickwinkel der kleinen Leute auf die Welt schauen. Lassen Sie uns einen Schritt weitergehen.
zugegeben, es ist die extremste Form, aber immer mehr Menschen wohnen auf der Straße. Wer seine Wohnung nicht bezahlen kann, landet irgendwann mal auf der Straße. Und die Zahlen steigen. Nach Auskunft des Bundessozialministeriums ist die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland in den letzten 6 Jahren um 35% gestiegen. 2010 gab es in Deutschland nun 250.000 Obdachlose. 2016 waren es bereits 335.000, davon fast 30.000 Jugendliche. Fest steht schon jetzt, dass in einem Jahr es deutschlandweit über 1 Million Menschen ohne feste Bleibe geben wird. Damals, 1991, habe ich meine Hochzeit im Bonner Loch gefeiert, im Halsen. Ja, da war noch Punkerparty. Wissen Sie, dass sich was verändert hat seitdem hier in Bonn? Zum Guten, zum Schlechten? Es gibt einige gute Sachen, aber viel zum Schlechten. Viel zum Schlechten. Es gibt zum Beispiel in der ganzen Stadt Bonn keine öffentliche Toilette mehr. Sie gehen spazieren mit Ihrer Familie, können irgendwo auf die Toilette gehen. Gibt es nicht. Und eine Person, die auf der Straße lebt, möchte auf die Toilette gehen. Gibt es nicht. Wenn man dann irgendwann, Entschuldigung, in den Baum pinkelt, kriegt man Strafmandat. Wie ist das möglich? Wenn Sie Forderungen an die Politiker stellen können, was würde Ihnen am meisten unter den Nägeln brennen? Mehr öffentliche Sauberkeit, ja. Mehr Toiletten, mehr öffentliche Sauberkeit und Stellen, wo die Leute hingehen können. Ja. Zum Beispiel, es gibt die Schlaf... Ich lebe auf der Straße. Ich muss auf der Straße schlafen, weil mein Tier kommt in kein Obdachlosenwohnheim. Ja. Warum haben die Obdachlosenwohnheime keine kleinen Zwinger? Im Ausland gibt es das. Hier gibt es das nicht. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Ja. Solche Sachen. Frau Grunwald, seit 32 Jahren kümmern Sie sich um Menschen in Notsituationen. Hat sich die Szene verändert? Ja, also vor über 30 Jahren, da kannten wir noch die alleinstehenden Wohnungslosen, die im Süden, die im Sommer Richtung Norden gingen auf die Schiffe und im Süden, also in den Süden gingen im Winter Richtung Stuttgart in die Unterkünfte. Das hat sich komplett geändert. Diese Durchwanderer, die gibt es kaum noch. Die Leute sind vor Ort sesshaft geworden, werden hier vor Ort auch alt. Und sind dann oft langjährige Bonner Wohnungslose, wenn es uns nicht gelungen ist, für sie einfach Wohnraum zu finden. Wie viele Obdachlose hat Bonn? Kennen Sie die Zahl? Die genaue Zahl, die kenne ich nicht. Also da muss man vielleicht wirklich die Stadt Bonn einfach mal fragen. Also wir haben hier im Betreuungszentrum Quantiusstraße 1400 Leute, die im Schnitt im Jahr vorsprechen. Von denen ist etwa die Hälfte obdachlos. Ja, oder kommt bei Freunden in irgendwelchen Unterkünften unter oder so, ja. Finden Sie, dass es mehr geworden sind? Also das ist ja schon viel für so eine kleine Stadt wie Bonn. Also es ist definitiv schwieriger geworden, für die Menschen Wohnraum zu finden. Also das war vor vielen Jahren, also ich bin ja nun auch schon lange dabei, deutlich einfacher, als die Stadt noch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft hatten, gelang es uns durch eine gute Kooperation deutlich leichter, Leute unterzubringen. Wir haben hier eine Kooperation mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Das ist schon mal sehr hilfreich, aber insgesamt ist es für unsere Menschen unendlich schwierig, auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt Wohnungen zu finden. Sie haben eine total große Konkurrenz und das führt einfach dazu, dass die Menschen lange wohnungslos sind. Und das Problem bei einer langen Wohnungslosigkeit ist, dass sie mit den Menschen was macht. Also die werden im Laufe der Zeit durchaus auch schwieriger, frustrierter, hoffnungsloser. Das macht was mit den Menschen. Und es ist immer gut für Menschen, wenn sie wohnungslos werden, möglichst schnell wieder einen Privatraum, eine eigene Unterkunft zu finden. Und das ist wirklich schwer geworden. Geben Sie da die Schuld, zu wenig Sozialwohnungen oder woran liegt es? Ja, also das ist der eindeutige Punkt. Also für unsere Leute gibt es auf dem freien Arbeitsmarkt, haben die zu große Konkurrenz und es gibt eindeutig zu wenig Sozialraumwohnungen, aber insbesondere auch für unsere alleinstehenden Wohnungslosen. Also wir sind hier ein Betreuungszentrum, das ist vorrangig mit Alleinstehenden zu tun hat und der Wohnraum für Alleinstehende, der Sozialgeförderte, ist definitiv viel zu wenig. Und ich sage auch manchmal, also die haben alle eine Mindestgröße, also unsere Klienten wären manchmal schon dankbar, wenn ich immer die Mindestgröße erreicht würde, wenn es kleinere Wohnungen wären, aber dafür ein privater Raum, den sie für sich haben und den sie nicht mit anderen Menschen teilen müssen. Also ein Zimmer würde schon reichen? Eine kleine Wohnung würde durchaus reichen, das muss nicht immer 45, 50 Quadratmeter sein. Und die Miete explodiert hat, wenn man sowas sagt. Ja. Oder? Nennen Sie mal ein paar Zahlen. Ja, also das Thema mit der explodierenden Miete, da bewerben unsere Klienten sich gar nicht drauf auf diese großen Wohnungen. Die haben von uns ihre Vorgaben, bis wo sie was suchen können. Und meistens. Wo ist da die Grenze? Um die 400 rum. Ne? Aber da findet man für eine alleinstehende Person einfach kaum etwas. Und man muss auch so sehen, in die Wohngemeinschaften, in die Studenten ziehen, die nehmen unsere Leute nicht. Also von daher sind kleine Einzelwohnungen schon sozusagen der Ort der Wahl, aber sie müssen nicht so riesig groß sein, also klein und eigen. Und was wünschen Sie sich von der Stadt oder von den Politikern, gerade in diesem Fall?
Ja, wir wünschen uns von den Politikern, dass sie wirklich sozialen Wohnungsbau fördern. Das ist das eine, was woran es mangelt. Es gibt durchaus auch noch einen zweiten Punkt, den ich mal gerne nennen möchte. Also was wir für unsere Leute brauchen, die lange, lange Zeit in schwierigen Verhältnissen leben, ist auch, wir brauchen für die einen sozialen Arbeitsmarkt. Einfach eine Förderung über lange Jahre, wo sie einfach auch Arbeit finden können und über Tag eine Aufgabe haben, einen Sinn haben, überhaupt im Leben ihren Ort haben. Denn die ganze Zeit, sagen wir mal, irgendwo rumhängen, das ist nicht gut für die Leute. Obdachlosigkeit hat ja viele Gesichter. Deshalb kann man jetzt schlecht sagen, was war zuerst da? Alkohol, keine Arbeit, Drogen oder kennen Sie andere Lebensläufe? Es gibt ganz verschiedene Ursachen. Also früher war oft die Situation, dass wenn Familien sozusagen, wenn es zu Scheidungen kam, dass dann halt die Frauen mit den Kindern den Wohnraum behielten und die Männer am Anfang bei jemandem unterkamen und dann obdachlos wurden. Das ist heute gar nicht mehr so in erster Linie der Punkt, sondern meistens sind es einfach ganz ungünstige Lebensverläufe. Also unsere Klienten haben oft keine Schulbildung, keine Berufsausbildung, sind von Anfang an marginalisiert. Das ist ihr soziales Umfeld, in dem sie leben, und dann haben sie es wirklich auch schwer, wieder reinzukommen in die Gesellschaft. Was ist für Sie die soziale Gerechtigkeit? Ein Begriff, über den alle reden, aber jeder was anderes versteht? Ja, für uns ist das Teilhabe. Also zur Teilhabe gehört Wohnraum, gehört Arbeit, gehört auch, also wir haben hier viele obdachlose Osteuropäer, die suchtmittelabhängig sind, keinerlei Sozialleistungsansprüche haben und ja, dass die auch mal eine Chance hätten, auch krankenversichert zu werden, Sozialleistungsansprüche hätten. Die haben keine Chance, sozusagen auf dem Arbeitsmarkt Arbeit zu finden. Finden Sie, dass Deutschland gerecht oder ungerecht ist? Sehr schwer zu sagen. Also ich finde, die Deutschen strengen sich an, das muss man schon auch sagen. Also als ich vor 30 Jahren hier anfing zu arbeiten, gab es durchaus weniger Möglichkeiten, Leute zu unterstützen. Das hat sich schon deutlich verbessert, das muss man sagen. Was halt ein Problem ist, ist ja wirklich Wohnraum und Arbeit für unsere Leute. Die soziale Schere zeigt sich auch in der Bildung. Studien der OECD belegen, dass in Deutschland die soziale Herkunft immer noch über die Aufstiegschancen eines Kindes entscheidet. Bei gleicher Intelligenz haben es Akademikerkinder wesentlich einfacher als Arbeiterkinder. Es in Deutschland von unten nach oben zu schaffen, scheint immer noch schwierig. Die Fritz-Carsten-Gemeinschaftsschule Berlin-Neukölln. Seit Jahren ein Pilotprojekt für gemeinsames Lernen. Geleitet vom Gedanken, dass der soziale Hintergrund nicht im Vordergrund stehen darf. Geplagt von der Gewissheit, dass es trotzdem so ist. Wir haben in Berlin an den Gemeinschaftsschulen und an den Sekundarschulen einen Anteil von armen Kindern von 36% und an den Gymnasien von 13%. Das zeigt schon mal, dass dieses Schulsystem nicht etwa gliedert nach Intelligenz, das spielt auch eine Rolle, aber eine nachgeordnete, sondern die Differenzierung findet vor allen Dingen nach dem Geldbeutel der Eltern statt. Erfolg als Erbsache. Im Vergleich zu einem Arbeiterkind hat, laut Sozialforschern, ein Akademikerkind eine 2,47-fach höhere Chance, aufs Gymnasium zu kommen, bei gleicher Intelligenz und Kompetenz. Und es geht weiter. Experten meinen, auch das spätere Einkommen erklärt sich zu 40% aus dem Familienhintergrund. Die Chancen im Leben eines jungen Menschen sind viel stärker in Deutschland von der eigenen Familie abhängig, von der Erwerbsbiografie, von der Bildung, vom Einkommen der Eltern als in anderen Ländern. Und das fügt Deutschland auch ganz konkret einen Schaden, einen wirtschaftlichen Schaden zu, wenn nicht alle Menschen wirklich die Chance haben, ihre Talente und Fähigkeiten einzubringen. Wir wollen, dass es in unserem Land gerechter zugeht. Innovation und Gerechtigkeit muss es heißen. Und dann müssen wir jeden Tag auch schauen, geht's in unserem Land gerecht zu? Gerechtigkeit, das Schlagwort zieht im Wahlkampf. Aber Schwarz-Rot regiert schon jetzt und liefert nicht. Tut die Politik genug für Aufstiegschancen? Das hat die Forschungsgruppe Wahlen repräsentativ für Berlin direkt gefragt. Und 73% sagen, nein, die Politik tut nicht genug. Es von unten nach oben schaffen. Überall hingehen können, egal woher man kommt. So ein Versprechen hält die Gesellschaft zusammen. Nur darf das Versprechen nicht leer sein.
lebenslang gearbeitet und die Rente reicht nicht. 65% der Bundesbürger befürchten, dass die Rente im Alter nicht zum Leben ausreicht. Die Bertelsmann Stiftung warnt in einer Studie vor einer wachsenden Altersarmut in Deutschland. Wenn wir an Altersarmut denken, haben wir solche Bilder aus der Nachkriegszeit im Kopf. Alte Menschen, die betteln, die im Müll wühlen. Die Angst vor Altersarmut hat sich tief eingebrannt in unser kollektives Bewusstsein. Obwohl es zurzeit eher wenig Altersarmut gibt in Deutschland. Von den Senioren hierzulande haben 2015 3,2% Grundsicherung im Alter bezogen, sprich Hartz IV, sagt das Statistische Bundesamt. Diese Zahl wird bis 2030 auf 5-6% steigen, schätzt man bei der Deutschen Rentenversicherung. Zum Vergleich: Von den Erwerbsfähigen in Deutschland beziehen derzeit mehr als 8% Hartz IV, also ein mehr als doppelt so hoher Anteil. In Gütersloh in einer Art Park residiert die Bertelsmann Stiftung. Sie berät die Politik, manchmal lenkt sie die Politik auch. In Sachen Grundsicherung geht die Stiftung von höheren Zahlen aus, weil sie auch die verdeckte Armut mit einbezieht, allerdings nur geschätzt. Die Bertelsmann-Studie betont eine weitere Zahl. Hier geht es um die Armutsgefährdung, sozusagen eine Vorstufe zur richtigen Armut. Derzeit haben rund 16% der Seniorenhaushalte weniger als 960 Euro netto im Monat und gelten damit als armutsgefährdet. Im Jahr 2036 werden es 20% sein, sagt die Bertelsmann-Stiftung voraus. Das ist eine Steigerung, richtig und auch durchaus ein Problem. Mit der Größenordnung von vor 60, 70 Jahren aber hat das wenig zu tun. Das war der Blick in die Zukunft. Wie aber geht es den Rentnern heute? Den meisten geht es sehr gut. Sie haben ein Häuschen im Grün, verreisen häufig und genießen ihren Ruhestand. Aber es gibt auch ganz andere Schicksale. Hamburg am Hafen. Hier treffen wir einen Mann, der sich immer sicher war, im Alter gut von seiner Rente leben zu können, Gustav Part. Vor über 40 Jahren ist er bei der Schiffswerft Blohm und Voss ins Berufsleben gestartet. Ich habe Elektroschweißer gelernt, das ist Schiffe zusammenbauen in groben Zügen, wie man so schön sagt. Dann bin ich zur See gefahren, als Matrose auf dem Handelsschiff. Und dann habe ich geheiratet, ja, und dann habe ich als Fahrer gearbeitet, LKW-Fahrer, damals hier bei zig verschiedenen Firmen. Ja, und irgendwann war dann Schluss. Gustav Part ist 64 Jahre alt. Er kann wegen einer Augenerkrankung nicht mehr arbeiten. Aktuell lebt er von Hartz IV. Nächstes Jahr geht er in Rente. Knapp 900 Euro bekommt er dann ausgezahlt. Ich habe von 1968 bis 2014 durchgehend gearbeitet. Da war ich vielleicht mal 3 Monate, wo ich nicht gearbeitet habe. Aber und denn so eine Rente finde ich schon sehr bescheiden. Über 40 Jahre Arbeit und trotzdem eine so geringe Rente. Nach Abzug aller Kosten wie Miete, Strom, Versicherungen bleiben ihm monatlich nur noch 250 Euro zum Leben. Würden Sie sich als arm bezeichnen? Ich würde mich in dieser Hinsicht als arm bezeichnen. Das ist schon unterhalb der Grenze, was ein normaler Mensch braucht. Also ist man arm. Ist Gustav Part ein Einzelfall? Wie weit ist Altersarmut inzwischen wirklich verbreitet? Und wem droht womöglich ein ähnliches Schicksal? Der fast 20 Jahre alte Wagen ist der einzige Luxus in Gustav Parts Leben. Weil das Geld hinten und vorne nicht reicht, geht er in seinem Stadtteil zur Tafel. Die erste Zeit hattest du das Gefühl, du gehst jetzt betteln und früher hast du das nie gebraucht und jetzt brauchst du das. Und das war natürlich ziemlich hart. Aber ohne Tafel, da würde ich wahrscheinlich schon ein bisschen dünner aussehen, wie ich jetzt bin. Ja? Die Tafel versorgt nur Bedürftige. Eine kleine Auswahl an Lebensmitteln. Dennoch sind viele auf dieses Angebot angewiesen. Jetzt haben wir gelistet über 200 Haushalte. Davon denke ich mal 50 bestimmt Rentner.
vielleicht noch mehr. Ja, wir haben den, der nimmt zu, ja. Das nimmt immer zu. Immer mehr Rentner. Fakt ist, die Zahl bedürftiger Senioren steigt. Fast 540.000 bekommen staatliche Hilfe, beziehen die sogenannte Grundsicherung, weil sie weniger als monatlich 750 Euro Rente haben. Aber diese Zahl ist nur ein Teil der Wahrheit. Insgesamt sind es sogar rund 1.400.000, die Anspruch auf Grundsicherung hätten. Doch viele von ihnen trauen sich nicht, sich als arm zu outen und Sozialhilfe zu beantragen. In Zukunft könnten viele Millionen in der Altersarmut landen, prophezeien Rentenforscher wie Stefan Sell. Seit 30 Jahren beschäftigt er sich mit diesem Thema. Von Altersarmut betroffen sein werden definitiv die vielen Geringverdiener, die Menschen, die seit den 90er Jahren im Niedriglohnsektor arbeiten mussten. Zurzeit sind das über 8 Millionen Menschen. Aber, und das ist das Dramatische, die Altersarmut wird sich bei vielen Arbeitnehmern bis in die Nähe des Durchschnittsverdieners reinfressen müssen, aufgrund der weiter fortschreitenden Absenkung des Rentenniveaus. Und damit man sich vorstellen kann, was Durchschnittseinkommen bedeutet, das liegt in der Rentenversicherung zurzeit bei 3.004 Euro brutto im Monat. Also jeder, der weniger als 3.000 Euro brutto verdient, könnte im Alter arm sein. Der Grund: das Rentenniveau sinkt von heute 48 auf 44,5% im Jahr 2030. Das bedeutet, im Verhältnis zu den Löhnen gibt es immer weniger Rente. Wird die Regierung armen Rentnern helfen? Diese Frage stellt sich Christel Caballot. Die 82-Jährige engagiert sich bei der Hamburger Tafel. Aber genauso wie Gustav Part ist auch sie bedürftig. Rente sind jetzt 734 Euro und 222 Grundsicherung. Dafür muss ich aber alles bezahlen, was anläuft. Ne? Sämtliche Versicherungen habe ich gerade heute wieder, Krankenversicherung, 13 Euro und Erhöhung. Also so läppert sich das immer wieder zusammen. Immer wieder was weniger. Neben ihrer Rente hat sie staatliche Hilfe, also Grundsicherung, beantragt. Aber nach Abzug sämtlicher Kosten bleiben ihr nur rund 200 Euro im Monat zum Leben. Und das Leben in der Großstadt ist teuer. Sie nimmt uns mit nach Hause. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 40 Quadratmeter. Auch sie blickt auf ein langes Arbeitsleben zurück. Ich habe Lebensmittelfachverkäuferin gelernt. Dann bin ich in die Gastronomie gegangen, da wurden meine Kinder geboren, bin ich erstmal Hausfrau gewesen. Danach bin ich wieder angefangen, als Verkäuferin in der Bäckerei zu arbeiten. Geld zum Sparen für die Rente hatte Christel Caballot nie. Zwei Töchter hat sie alleine großgezogen. Die CSU will Frauen wie ihr mit einer Ausweitung der Mütterrente helfen. Doch Rentenerhöhungen wie durch die Mütterrente gehen an Bedürftigen wie Christel Caballot völlig vorbei. Auch die Erhöhung der Rente in diesem Sommer. Das sind ungefähr 33, 34 Euro gewesen, die Erhöhung der Rente. Und genau diesen Betrag auf Heller und Cent haben sie mir vor der Grundsicherung wieder abgezogen. Also plus, minus, null. Jeder Euro mehr Rente reduziert die staatliche Hilfe. Kein Ausweg aus der Armutsfalle. Der Rentenforscher wirft der Regierung Untätigkeit vor. Er fordert, kleine Renten zu erhöhen. Eine Art Mindestrente. Man will nicht eingestehen, dass wir hier tatsächlich einen Preis zu zahlen haben. Und der besteht in höheren Ausgaben für die Rentner, um Altersarmut zu verhindern. Das geht gar nicht anders. Sie kriegen das nicht umsonst. Rentner wie Christel Caballot und Gustav Part fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Das hätte ich mir nie träumen lassen im Leben, dass ich überhaupt mal in der Tafel einkaufen gehe oder dass es mir mal im Alter schlecht geht. Trotz langem Arbeitsleben so wenig Geld. Für die Rentenpolitik wahrlich ein Armutszeugnis. Altersarmut im reichen Deutschland. Wie ist das möglich? Eine Frage an Sie, Herr Professor Schnabel. Sie sind Experte in Sachen Zahlen und Rente. Warum? Also zunächst einmal geht es den Rentnern da nicht viel anders als dem Rest der Bevölkerung. Die statistischen Armutsquoten, Armutsrisikoquoten der Älteren liegen ungefähr auf dem gleichen Niveau wie der des Restes der Bevölkerung.
Natürlich gibt es Altersarmut. Hierunter verstehen wir aber in der Regel Leute, die in einem Einzelhaushalt weniger als 800 Euro im Monat zur Verfügung haben. Von denen gibt es ungefähr 10% in der Bevölkerung. Ist denn diese Zahl in den letzten Jahren gestiegen oder? Die Zahl der Altersarmen ist in den letzten Jahren im Wesentlichen konstant geblieben. Ein bisschen ist es angestiegen. Was vor allen Dingen angestiegen ist, ist die Zahl derer, die die Grundsicherung im Alter beanspruchen. Hier liegen wir mittlerweile bei immerhin nur, aber immerhin doch 3% der älteren Bevölkerung. Das ist aber sehr wenig im Vergleich zu den Kindern, die in Armut leben, wo wir über 15% reden. Menschen arbeiten 45 Jahre, denken sich, meine Rente ist sicher, wie es ja auch mal der damalige Arbeitsminister Robert Blüm gesagt hat. Und plötzlich müssen sie zuverdienen, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können, weil sie sich nicht mal ein Eis leisten können. Die Beispiele gibt es. Es gibt sicherlich diese Beispiele. Wer allerdings 45 Jahre lang durchgehend gearbeitet hat, und von denen gibt es immerhin einige, und wer auch noch den Durchschnittslohn verdient hat, kommt ungefähr auf eine Rente von 1200 Euro, ohne das, was er vielleicht noch nebenher angespart hat. Damit ist man auf jeden Fall weit jenseits der Armut. Gibt es das Gefühl der Ungerechtigkeit? Wie erklären Sie sich das? Ist etwas, was bei Menschen große Sorge veranlasst, weil man am Ende des Lebens sich nicht mehr in der Lage sieht, mit der eigenen Initiative noch etwas zu ändern. Deshalb muss man das Thema Altersarmut auch sehr ernst nehmen und man muss es in der Politik thematisieren. Und ich denke, man muss vor allen Dingen aber auch, das wird sehr übertrieben, den Menschen auch ein Stück weit die Angst davor nehmen. Denn so schlimm, wie es von vielen Seiten gemalt wird, ist die Situation nicht. Es gibt vieles, was sich verbessert hat in den letzten Jahren. Die Erwerbstätigkeit der Frauen ist deutlich angestiegen. Wir haben zusätzliche Entgeltpunkte, die gut geschrieben werden für Kinderzeiten. Und die Versicherungszeiten gehen nach oben, sodass eigentlich im Moment die Situation, muss man sagen, relativ gut aussieht, auch für die nähere Zukunft. Neben den Rentnern gibt es ja viele Menschen, die als Multijobber auch unterwegs sind. Es sind Alleinerziehende und Leute im Niedriglohnsektor. Was muss man da tun? Welche Lösungsansätze gäbe es, damit auch die über die Runden kommen? Das ist immer ein großes Problem von Ausbildung, von unqualifizierter Beschäftigung, geringqualifizierter Beschäftigung, wo wir uns in Bereichen von 8, 10, 11 Euro die Stunde bewegen. Das ist sicherlich zu wenig, um eine Familie zu ernähren. Das reicht vielleicht gerade, um einen Single durchzubringen. Es wird schwerfallen, da an diesen Grundtatbeständen etwas zu ändern. Der Mindestlohn in Höhe von 8,90 Euro bringt da vielleicht eine gewisse Erleichterung, falls er nicht Arbeit vernichtet. Aber wir können leider auch nicht die gesamte Bevölkerung zu Akademikern ausbilden. Das heißt, das ist ein Problem, dass wir mit der Wirtschaft und Sozialpolitik nicht so ohne weiteres lösen werden. Wäre denn eine Senkung der Mehrwertsteuer eine Möglichkeit, damit die Leute ein bisschen mehr in ihrem Portemonnaie haben? Der klassische Weg hier besteht ja darin, dass wir eine Grundsicherung haben, die niedrige Einkommen, niedrige Erwerbseinkommen eben aufstockt auf ein bestimmtes Grundsicherungsniveau. Und genau die Höhe dieses Grundsicherungsniveaus festzulegen, das ist natürlich Sache der Politik. Da werden verschiedene politische Richtungen unterschiedliche Meinungen haben. Das kann mehr oder weniger teuer sein. Das war der Expertenrat. Was aber sagen die Politiker, welche Lösungsansätze haben Sie, das Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland zu beenden? Wir wollen Vollbeschäftigung und das bedeutet, wir müssen vor allem jungen Menschen ohne Schulabschluss, aber auch Langzeitarbeitslosen eine Perspektive geben. Wir wollen mehr tun für die ältere Generation. Wir haben viel auf den Weg gebracht mit der Mütterrente. Die Renten sind gestiegen, wie lange nicht mehr. Aber wir wollen mit einer Rentenkommission die Rente über das Jahr 2030 hinaus zukunftsfest machen. Familien sind ein wichtiger Schwerpunkt in unserem Regierungsprogramm. Wir wollen das Baukindergeld einführen, das Kindergeld und den Kinderfreibetrag erhöhen und einen Rechtsanspruch einführen für die Betreuung von Kindern auch im Grundschulalter. Dazu gehört ein Thema, das alle in Deutschland gleichermaßen betrifft,
das Thema Wohnungsbau. Wir wollen 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen, damit Wohnraum in Deutschland bezahlbar bleibt. Wir brauchen vor allen Dingen bessere Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen. Das heißt Investitionen in Ganztagsschulausbau, in Schulmodernisierung, damit alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben. Und wir brauchen mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Wir brauchen keine willkürlichen Befristungen. Das heißt, für soziale Gerechtigkeit ist in diesem Land viel zu tun. Und nur ein gerechtes Land, das muss jedem klar sein, hat eine gute Zukunft. Unser Grundprinzip der CSU heißt, Soziales, was Arbeit schafft. Unsere Konzentration ist Jobs, Jobs, Jobs. Wir wollen bis 2025 Vollbeschäftigung in Deutschland. Wir haben unglaublich viel erreicht, auch durch notwendige Reformen. Und deswegen heißt es, eine sichere, nachhaltige Rente. Wir wollen eine Kommission einsetzen. Wir haben bereits eine Rentenreform auf den Weg gebracht. Die gilt bis 2030. Und wir wollen aber es noch sicherer für die junge Generation machen. Wir haben Rentensteigerungen in den letzten Jahren beschlossen. Und wir wollen vor allem ein soziales Deutschland. Aber das soziale Deutschland basiert nicht auf Umverteilung, sondern darum, dass wir viel investieren in Innovation, in Forschung und damit in Chancen. Und das macht das Soziale aus. Bayern hat das vorgemacht, warum wir an Nummer 1 in Europa stehen. Wir möchten eine Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin erreichen durch eine Bürgerversicherung, sodass Menschen gleich behandelt werden. Wir sehen bei der Rente, wir wollen verhindern, dass die Rente weiter sinkt. Wir wollen das Rentenniveau stabilisieren und wir möchten mit einer Garantierente Altersarmut vorbeugen. Und das ist auch ein riesiges Gerechtigkeitsproblem in diesem Land. Das ist einerseits die Alleinerziehenden, die von Armut betroffen sind. Hier möchten wir alle Familien, alle Kinder gleichermaßen unterstützen mit einem Familienbudget. Und wir sehen nach wie vor, wir haben nach wie vor ein Land, wo Frauen deutlich weniger verdienen als Männer. Und hier wollen wir gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das erste ist das Thema Steuer. Wir wollen die kleinen und mittleren Einkommen mit einer Einkommenssteuerreform entlasten. Und wir wollen gleichzeitig eine spürbare Vermögenssteuer einführen, damit wir Reichtum auch wirklich umverteilen. Das zweite, wir wollen mit dem Hartz-System brechen. Wir wollen Familien und Kinder aus der Armut herausholen. Und drittens, wir brauchen eine Rentenreform. Wir wollen das Rentenniveau wieder anheben, statt es dauernd abzusenken auf 53%. Das sichert den Lebensstandard, das sichert vor Altersarmut. Wir brauchen ein ganzes Themenbündel. Das fängt an mit mehr Investitionen in Bildung, in Qualifikation, und zwar lebenslang. Das ist die Grundlage dafür, damit ich eine bessere, eine zukunftsorientierte und auch eine besser bezahlte Arbeit habe. Aber von dem, was ich da leiste, muss ich auch wieder mehr für meine eigene Kasse behalten dürfen. Deswegen müssen wir bei der Steuern und Sozialabgaben wieder ein faires Verhältnis zwischen Privat und Staat schaffen. Also zum Beispiel den Soli abschaffen, kalte Progression abschaffen, aber auch den explosionsartigen Anstieg bei den Sozialversicherungsabgaben endlich stoppen. Und hinten raus müssen wir schauen, dass es auch möglich ist, wieder verstärkt Eigentum aufzubauen. Gerade zum Beispiel Immobilieneigentum hilft mir, im Alter mietfrei zu wohnen, und von daher sollten wir ein Volk der Eigentümer schaffen. Wir wollen die kalte Progression abschaffen, um so auch zu einer gerechteren Verteilung der Einkommensteuerlast eben diese herbeizuführen. Dann die Benachteiligung, die strukturelle Benachteiligung von Familien. Hier erwarten wir endlich, dass ein Familiensplitting-Modell umgesetzt wird, das heißt ein Übergang von einem Ehegattensplitting hin zu einem Familiensplitting-Modell, dass eben auch Familien in Abhängigkeit der Kinderzahl entlastet werden. Und wir möchten, dass Erziehungsleistungen von Familien endlich auf die Renten- und Krankenversicherung angerechnet werden, so wie es das Bundesverfassungsgericht seit Jahren anmahnt. Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema in Deutschland und es ist sehr vielfältig. Wir haben Sie gefragt, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Hier einige Stimmen. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Soziale Gerechtigkeit, damit Frieden herrscht unter uns. Das ist das Wichtigste. Was stört mich an der aktuellen Politik? Es stört mich zum Beispiel, dass die Wohnpreise in Großstädten sehr, sehr hoch sind, wie zum Beispiel in Köln. Das macht es für Studenten und Berufseinsteiger super schwierig, noch hier zu leben und hier zu wohnen, obwohl man das doch gerne tun würde. Und das stört mich, dass dagegen nichts gemacht wird.
bin Philipp aus Bonn und mir persönlich ist das Thema Bildung am wichtigsten. Ich will, dass sich die Parteien endlich Gedanken darüber machen, wie junge Menschen in Deutschland aufwachsen, in welche Schulen sie gehen, in welche Universitäten, weiterführende Schulen, Ausbildungsbetriebe und so weiter. Lebenswerte Welt heißt für mich nicht nur Umwelt, sondern also auch soziale Gerechtigkeit, unter anderem auch, dass die jungen Leute eine Rente kriegen können und später mal im Alter leben können. Und dafür muss die Politik eine ganze Menge tun, nämlich sie muss das Lohnniveau anheben, sie muss die ganzen befristeten Arbeitsverhältnisse wieder in normale Arbeitsverhältnisse überführen und sie muss vor allen Dingen die Schere zwischen Arm und Reich versuchen, halt einigermaßen wieder aufs Normalmaß zurückzuführen. Die Integration hier in Deutschland, also da sollte also schon was dran gemacht werden. Warum? Weil das einfach zu viel ist, viel zu viel ist. Ich finde ganz einfach, dass wir hier in Deutschland genügend Menschen haben, die selbst auch bedürftig sind und denen hilft im Moment gar keiner und das ist das Problem. Ich bin die Aleph, ich komme aus Bonn und ich kann nicht verstehen, wieso Deutschland als eines der reichsten Länder auf der Welt mit einer so niedrigen Geburtenrate so eine schlechte Kinderbetreuung vorzuweisen hat und so wenig Kita-Plätze anbieten kann. Ich finde es nicht tragbar, dass freiberufliche Dozenten und Lehrer in Sprachenschulen den vollen Krankenkassenbeitrag sowie den vollen Rentenversicherungsbeitrag leisten müssen. Wir sind vertraglich nicht abgesichert. Urlaubs-, Krankentage werden nicht bezahlt. Wir wissen noch nicht einmal, ob wir nach Abschluss eines Kurses einen neuen Kurs bekommen. Somit ist jeder Monat für uns ein Glücksspiel. Was mich am allermeisten in unserem Staat aufregt, ist, dass man fürs Arbeiten bestraft wird. Solange das so ist, dass man fürs Arbeiten nicht belohnt wird, ist es sehr faul in unserem Staat. Und das ärgert mich sehr.